Morgen, Sarah. Morgen. Sie wurde erdrosselt? Sieht ganz danach aus. Auf den ersten Blick kann man aber leider nicht sagen, womit. Auch sonst gibt's keine offensichtlichen Spuren. Aber sie sitzt seit circa 3 Stunden da. Sind die Sachen von ihr? Möglich. Kate ist noch im Portemonnaie. Ja, das ist sie. Franziska Maria Rieger. Wohnhaft in Kirchfelden. Dann können wir einen Raubmord wahrscheinlich ausschließen. Hm. Was machen die Kerzen hier? Keine Ahnung, aber ganz ehrlich, wegen der Kerzen und so wie sie da sitzt, wirkt es so, als hätte man versucht, ihr einen würdevollen Abschied zu schenken. Das darf nicht wahr sein. Kommen Sie hoch. Franz, wer hat Franzi das angetan? Kommen Sie, wir gehen zur Seite. Ganz ruhig. Mein Name ist Ritter von der Kriminalpolizei. Wer sind Sie? Jonathan Neuberger. Ich bin der Wirt hier im Dorf. Und diese Frau dort ist meine Franzi. Ist meine Freundin. Dieser Ort ist verflucht. Hier ist so viel Böses an ein und derselben Stelle. Wie meinen Sie das? Hier neben der Bushaltestelle war vor 2 Jahren der Imbisswagen von meiner damaligen Frau. Und der ist in die Luft geflogen. Und sie mit. Jetzt habe ich die zweite Frau verloren, die ich liebe. So, liebe Freunde der schwierigen Kriminalfälle. Das hier ist Helene Neuberger. Die Frau des Dorfwirtes, die vor 2 Jahren angeblich bei einer Explosion ihres Imbisswagens ums Leben gekommen ist. Und dieser Imbisswagen stand genau neben der Bushaltestelle. Genau an der Stelle, an der Franziska Rieger gefunden wurde. Genau. Seltsamer Zufall, dass beide Frauen angeblich oder auch nicht am selben Ort gestorben sind. Ja, ein seltsamer Zufall ist auch, dass beide Frauen Partnerin des Dorfwirtes waren. Mhm. Mit diesem Imbissvorfall vor 2 Jahren gab es ja keinen Täter. Beziehungsweise wurde keiner festgestellt, oder haben wir da irgendwas? Nein, leider nicht. Sicher ist nur, dass sie sich damals von dem Dorfwirt getrennt hatte. Und warum? Naja, sie hatte eine Affäre mit dem frisch aufs Dorf gezogenen Simon Großmann. Beide wurden verdächtig, der neue Lover. Also der betrogene Ehemann. Nachweisen konnte man niemandem etwas. Na gut, hätte ja sein können, dass sie wieder zu ihrem Ehemann zurück wollte und der Neue irgendwie eifersüchtig war. Die Frage ist aber, was hat das Ganze mit dem Tod von Franziska Rieger zu tun? Ja, genau das solltet ihr rausfinden. Gibt's zwischen den beiden eigentlich irgendwie Streit? Habt ihr da was rausfinden können? Keine Ahnung, der Wirt ist immer noch völlig durch den Wind. Mit dem konnten wir nicht sprechen. Und das holen wir am besten jetzt mal nach. Auf geht's. Sehr gut. Viel Erfolg. Jo, bis später. Ciao. Na, dann schauen wir doch mal, was die Gerüchteküche so zum Vorschein bringt. Mhm. Ich hoffe, dass sie nicht alle mauern, um mein Dorfgeheimnis zu bewahren. Wir wissen doch alle, dass er sich gerne prügelt, wenn er besoffen ist. Hallo, ey Leute, der Jonathan ist ein guter Mensch. Scheiß ist der. So, guten Tag. Ich würde jetzt mal sagen, Sie beruhigen sich alle mal, okay, Polizei? Und am besten gehen Sie auch alle. Und die würden wir ganz gerne sprechen. Ja, denke immer. Hallo, Sie sind Frau Rieger? Ja. Wie geht's Ihnen? Naja, muss ja. Herr Neuberger ist nicht hier? Nee, der Jonathan ist völlig fertig. Der hat sich in seinem Schlafzimmer eingesperrt. Ich wollte eigentlich mit ihm gemeinsam trauern, aber die Franzi, die war doch meine Schwester. Es klang gerade so, als wüssten die Leute, wer ihre Schwester umgebracht hat. Naja, es gibt mehrere Theorien. Die einen glauben, das war der Jonathan. Für die ist es ein zu großer Zufall, dass es immer die Frauen vom Wirt erwischt. Und wie sind die anderen Theorien? Ja, das ist der Ex-Freund von der Franzi, war der Vitus. Ja, aber der wohnt schon seit einem Jahr nicht mehr im Dorf. Und wieder andere glauben, dass es Selbstmord war. Und was glauben Sie?
Also ich will jetzt hier keinen grundlos verdächtigen, okay? Aber ich glaube, dass das irgendwie mit dieser Kräuterhexe zu tun hat. Seitdem die hier im Dorf ist, ist einiges durcheinander geraten. Was denn für eine Kräuterhexe? Die feine Frau von Salingen, ihres Zeichens Hellseherin. Sie scheinen davon aber nicht so überzeugt zu sein. Nee, für mich ist das alles riesengroßer Quatsch. Die einen fallen auf ihren Schwindel rein, aber die anderen haben sie gleich durchschaut. Warum soll die Frau ihre Schwester umgebracht haben? Die Franzi, die war Kundin bei der Hellseherin. Vielleicht ist ja irgendein komisches Ritual daneben gegangen, keine Ahnung. Oder die Franzi hatte einfach handfeste Beweise, dass sie eine Betrügerin ist und wollte sie auffliegen lassen. Sorry, ich habe aber auch einfach keine Ahnung. Also so eine Hellseherin wollte ich ja immer schon mal treffen. Vielleicht ist da ja wirklich was dran. Ach, ich glaube nicht an diesen ganzen übersinnlichen Hokuspokus-Quatsch. Was macht die denn da? Keine Ahnung. Aber sie kann es uns bestimmt erklären. Guten Tag. Ritter und Stamm von der Kripo in München. Hallo. Wer sind Sie? Guten Tag. Mein Name ist Helga von Salingen. Ich kümmere mich um die Seelen. Ach, die Hellseherin. Ja, das und noch viel mehr. Haben Sie die Sachen hier abgelegt? Nein, das waren die Anwohner. Freunde und Familie von Franzi und auch Helene. Weil sie auch hier gestorben ist, wollten sie den beiden Opfern gedenken. Das ist wichtig. Naja, damit kennen Sie sich ja bestens aus. Hör ich deinen spöttischen Unterton? Sie sind meiner Zunft wohl eher skeptisch bis ablehnend gegenüber eingestellt. Wie auch immer. Wir hätten auf jeden Fall ein paar Fragen bezüglich Ihrer Kunden an Sie. Das habe ich mir schon gedacht. Wollen Sie mit zu mir kommen? Dann können wir in Ruhe reden. Nichts lieber als das. Kommen Sie. Unser Auto steht da vorne. Frau von Salingen, wo waren Sie denn heute Morgen zwischen 4 und 6? Ich war zu Hause. Ich habe schon sehr früh den Kontakt zu den verlorenen Seelen aufgenommen. Davon sind einige in der Atmosphäre, die keine Ruhe finden. Franziska Rieger war eine Ihrer Kundinnen, richtig? Ja, das stimmt. Gab es da in letzter Zeit irgendwelche Unstimmigkeiten? Nein. Wenn es Sie nicht stört, würde ich gerne eine Sitzung für eine Kundin vorbereiten. Bitte. Die Schwester von Frau Rieger meinte, dass Sie und Franziska Streit gehabt hätten. Um was ging's denn da? Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Also gab's keine bösen Schwingungen. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich wahrnehme? Jetzt bin ich mal gespannt. Und ich erst. Sie haben eine sehr starke Aura. Sie ziehen die Geisterwelt förmlich an. Da schau mal einer an. Was bedeutet das jetzt? Das wird interessant. Sie haben die unsichtbaren Nichtbaren vorhin schon mit ihrer Ablehnung verärgert. Jetzt haben sie auch noch den Bannkreis der Geister geöffnet. Na, aber ich denke, damit komme ich klar. Sie sollten wirklich vorsichtig sein. Kannten Sie Helene Neuberger? Ich kenne Helene vom Sehen. Sie war aber keine Kundin von mir. Die Gerüchte über Helene und ihren attraktiven Simon kannte ich natürlich schon. Aber es ist traurig, dass sie keine Kundin von mir war. Ich hätte ihr vielleicht helfen können. Inwiefern helfen? Ich fühle, wenn die Menschen blockiert sind. Ich sehe, wo die Blockaden sind und kann helfen, diese zu lösen. Ich sehe Energieströme in Form von Linien in der Atmosphäre um die betroffene Person herum. Und diese übersetze ich dann in Gefühle. Die Energieströme von Ihnen beiden zum Beispiel zeichnen runde, harmonische Linien. Und das heißt was? Dass Sie dem Übersinnlichen nicht abgeneigt sind. Auch wenn Frau Stamm das behauptet. Aber dann wären die Linien abgehackt und eckig. Sie sollten sich wirklich öffnen. Sie werden es sicher nicht bereuen. Was ist? Glaubst du, dass mir jetzt irgendein Poltergeist hinterhergerannt kommt, um mich in die Zwischenwelt zu ziehen? Ich würde das nicht so leichtfertig abtun, Dani. Ich glaube da lieber an die Wissenschaft. Das war kein Geist.
Das war nur mein Schnürsenkel. Aber das war auch kein Geist. Die Schuhe sind gefühlt 1000 Jahre alt. Das ist einfach nur eine Materialermüdung. Wenn du meinst. Sarah, was gibt's? Hey Robert, also, meine Untersuchungen haben ergeben, dass Franziska Rieger wirklich vor Ort an der Bushaltestelle erdrosselt wurde. Und zwar mit einer Nylonstrumpfhose. Alles klar. Vielen Dank für die Info. Bis dann. Klar, gern geschehen. Ciao. Franziska Rieger wurde mit einer Nylonstrumpfhose erdrosselt. Könnte eine Eifersuchtstat gewesen sein. Ja, die Strumpfhose an sich spricht auf jeden Fall eher für eine Frau als Täterin. Aber das Erdrosseln eher für einen Mann, wegen dem Kraftaufwand. Wir sollten noch mal zu Neuberger fahren. Vielleicht Gut. hat er sich ja mittlerweile ein bisschen gefangen. Pass aber auf, wo du hintrittst, okay?